bin ich auch schon wieder bei Let's Play Mass Effect 3. Wir müssen diesen General finden. Dürfte schnell gehen, wenn wir keinen Ärger kriegen. Nachladen. Danke. Und den dann mitnehmen. Boah, stylisch runtergeslidet. Der Olle. Verdammt. Sehen Sie sich Codex V. Das orangefarbene Inferno, das große. Das ist da, wo alles kaputt ist, da komme ich her. Eine Schwester. Wie schlimm ist es? 3 Millionen Tote am ersten Tag. 5 am zweiten. Wie hält sich Ihr Militär? Sehen Sie sich um. Machen Sie sich selbst eine Vorstellung. Sie liefern Ihnen einen guten Kampf. Noch. Aber wie lange dauert es, bis man zum Kämpfen keine Kraft mehr hat? Hätten Sie doch nur auf Ihre Warnungen vor den Reapern gehört. Wir hätten bereit sein können. Vielleicht. Schwer vorzustellen, wie man sich auf sowas vorbereiten soll. Ich dachte gerade, da wäre noch... Ach, hätte ich noch was gesehen. Aber nein. Das steckt im Boden, oder was? Leute, egal. Hier hoch? Nö. Ach, da. Rolle. What? Ich kann das nicht getroffen haben. Doch. Nein, kein Double, schade. XX Quickscope X wieder am Start. Wir hätten die Erde nie verlassen sollen. Lauf! Das wird übel, und zwar von vorne bis hinten. Ein Kampf abbrechen, das kotzt mich an. Der rennt voll lustig, der Typ hier. Genau das tut. Er soll den Kampf verlassen und es sich in einem Konferenzraum gemütlich machen. Dieses Gipfeltreffen ist unsere einzige Chance. Niemand von uns besiegt die Reaper allein. Hallo. Alles in Ordnung? Es geht bei euch. Erstmal doch immer die Kids klauen. Haben Sie General Victus gesehen? Und euer Geld. Eine halbe Stunde, er war Richtung Süden unterwegs. Okay, viel Glück. Jawohl, Sir. Ja, Sir. So. Lol, ich bin gerade umgedreht und dann kommt was, oder was? Das war knapper, als mir lieb ist. Ich hab's nicht gesehen. Keine Absturzstelle. Verdammt. Bei so einem Absturz ist das keine Überraschung. Shit happens. Alter, wie weit denn noch? Lol, hab ich gerade voll auf der Kante lang gelaufen, oder was? Wie lang denn noch? Also wie weit? Also, Loco. Loco. Wird wirklich dieser Gipfel bringt etwas? Ich meine, Asari, Salarianer. Was ist mit Kroganern und Batarianern? Wo bleibt die Kavallerie? So einfach ist das nicht. Die Batarianer haben bei der Ankunft der Reaper einen gewaltigen Schlag erlitten. Es ist nicht mehr viel übrig. Und die Kroganer haben uns das mit der Genophage niemals verziehen. Stimmt. Die Turianer haben sie sterilisiert. Die Salarianer haben die Idee dazu. Und deshalb passen die Kroganer jetzt beide. Sie werden sich unter uns nicht anstellen. Schade eigentlich. Ich habe mal mit einem Kroganer gekämpft. Das sind wirklich knallharte Kerle. Kroganer, Frühgeschichte. Ich werde es bestimmt nicht durchlesen, aber egal. Ratsspezies? Die Asari. Nicht Ratsvölker? Als die Menschen ab 2. Kroganer entwickelten sich in einer lebensfeindlichen Umgebung. Das ist schön. Keine Ahnung, warum ich da jetzt nachgeguckt habe, aber egal. YOLO, ne? Spaß. Das klingt übel! Okay, oh. Beeilung! Ich höre nix. Dein Reaper nimmt mir den Primarchen weg! Direkt hinter ihm! Den nimmt mir keiner mehr weg. Das ist jetzt meiner. Boah, epic Musik. Zeit in your face. Wie, du bist nicht tot. Kidding. Du bist tot, Mann. Hier, in your face. Schieß doch nicht auf mich, Mann. Dann kann ich dich zählen. Und erstmal läuft er mir voll durchs Bild. In die Anlage vorrücken. Ich will erstmal nachladen. Warte mal, ich muss nachladen, Mann. Direkt hinter ihm. Hä? Wo? Ich verarsche, hier ist doch nichts. Er verarscht mich.
Bestimmt kommt jetzt ein richtig fettes Teil und rennt genau auf mich zu. Boah, wusste ich... To your face. Nein, du kehrst mich nicht. Aber ich mach den jetzt... Bam. Bam. Hier, friss Feuer. Ach, fuck, ich kann nicht sehen. Aber ich hatte doch so eine komische Fähigkeit. Granate. Okay. Nö. Okay, das bringt alles nichts. Und der hat nichts... Also hier, Haftgarnte kann ich jetzt mal werfen, oder? Oh, der wirft die jetzt so scheiße, oder was? Ja komm, egal, alles raus. Hier, kriegst alles in die Fresse. Da. Und noch ein Schuss. Und nochmal das hier und nachladen. Und bam. Und hey. Oh. Sind zwar alle Granaten dabei draufgegangen, aber egal. Ach, fuck. Boah, Aiming Skills Deluxe. Alter, geh doch drauf. Danke. Bitte leb nicht mehr, okay. Alter, wenn die auf mich schießen, kann ich überhaupt nicht zielen. Ist ohne Spaß. Da. Hä, was war das denn jetzt? Alter, Mann. LOL! Das ist peinlich. So, bist nicht tot. Ja, ja, noch einer davon. Ich habe keine Granaten mehr. Was für eine Scheiße, ne? Da, alles in your face. Noch einer. Nachladen. Das geht doch. Warte, habe ich nicht noch... Hab ich die Granaten, ja. Nein! Geh weg! Geh weg! Nein! Ey! Ey, nein! Der trägt mich voll in die Enge. Fuck! Du shit! Falsche Taste. Was? Noch ein? Ja! Ja! Na sicher! Die Jungs hatten einen brutalen Kampf. Ach du Scheiße. Ey, ich bin so tot. Ich bin so tot. Boah, wenn ich das überlebe, ey. Ohne einmal zu sterben, dann... So, scheiß auf Kopf zielen. Da, nachladen. Das kriegst du rein. Hier, noch eine Granate für dich. Ist er tot? Was? So, jetzt aber. Nein! Böse. Hier. So. Du löst wieder, ne? Ja. Okay, jetzt kann ich stehen. Nein! Schieß nicht auf mich. Schieß dich zurück, das willst du nicht. Lol, der hat sich gerade ein Stück hochgeglitscht und deswegen kann ich ihn nicht treffen. Ja, die Ausreden. Lol, noch zwei Schuss, ist klar. Waffen, Präzisionsgewehr. Das ist ja schön. So, und weiter. Stufenabstieg. Ich kann aber nichts upgraden, glaube ich. Sind hier noch Feinde? Erstmal hier hoch. Lol. So. Kann ich hier was klauen? Nein. Da. Medikit. Ach, da. Feind. Wie süß. Ein einziger. Der kann nix. So. Ich kann hier überall nicht rein. Das ist doch voll blöd. Ich könnte es... Ey. Ach so. Sequenz. General Victus. General Motors. Ja. Ich bin Commander Shepard von der Normandy. Ach, Commander. Ich weiß, wer Sie sind. Ich bin neugierig zu erfahren, was sie hierher führt. Vakarian, wo sind sie hin? Schwere Reaper-Einheit auf der rechten Flanke. Sie sagten, schaffen Sie meinen Männern das Ding vom Hals. Sehr verbunden. Man braucht sie woanders, General. Ich bring sie weg. Es muss schon sehr wichtig sein, damit ich meine Männer und meine torianischen Brüder und Schwestern mitten im Kampf verlasse.
Hidorian ist tot. Sie sind der neue Primarch. Sie müssen umgehend einem Gipfeltreffen vorsitzen und ihr Volk im Kampf gegen die Reaper vertreten. Das sah gerade episch aus. Das Bild. Ich bin Primarch von Pelerin und verhandle für die Turianische Hierarchie? Ja. Ja. Boah, genau, hab ich gesagt. Ich war mein ganzes Leben beim Militär. Ich bin kein Diplomat. Ich hasse Diplomaten. Sie sind perfekt. So perfekt. Viel Spaß. Wir brauchen die Anführer, die diese Hölle kennen. Das gefällt mir. Sie haben recht. All diese Spezies zu vereinen erfordert ebenso viel Kraft wie der Kampf gegen die Reaper selbst. Sehen Sie diese Zerstörung, Primarch? Auf der Erde war es doppelt so schlimm. Ich brauche ein Bündnis. Ich brauche die Turianische Flotte. Ich muss mich von meinen Männern verabschieden. Ohne ihn hier unten werden wir wahrscheinlich den Mond verlieren. Ohne ihn da oben werden wir wahrscheinlich alles verlieren. Unfassbar. Und da wollen die meine Meinung, wie man das beendet? Als C-Sicherheit-Officer und als Milizsoldat versagt. Und ich bin Ihr Berater? Glauben Sie, Sie können das gewinnen, Shepard? Wetten Sie drauf, Garrus. Ich trete in den Arsch. Ich bin sicher, dass es niemand sonst schafft. Egal um welchen Preis, ich bin dabei. Willkommen an Bord. Sind Sie bereit, Primarch Vectus? Eins noch. Commander, ich verstehe, dass Sie unsere Flotten brauchen. Aber das geht nicht, solange meine Heimat brennt. Aber wäre Pelerin nicht mehr unter Druck? Das ist ziemlich viel verlangt. Wir brauchen die Kroganer. Ein Sieg ohne sie ist unmöglich. Wenn sie uns helfen, dann helfen wir auch ihnen. Kroganer. Ich glaube, ihr Gipfeltreffen ist gerade deutlich interessanter geworden. Die Asari haben diesen Weg schon einmal beschritten, Commander Shepard. Aber werte Ratsherrin, lassen Sie mich... Ich habe versucht, die Dalatras zu beruhigen. Zu behaupten, sie wäre erbost, ist eine gewaltige Untertreibung. Einige dieser Konflikte sind uralt. Höchste Zeit, damit abzuschließen. Leider ist jeder Versuch, all diese Gruppen zu vereinen, zum Scheitern verurteilt. Und sie verstehen sicher, dass wir keine Zeit verlieren dürfen. Die Reaper stehen schon vor unserer Tür. Mein letztes Wort. Es tut mir leid, aber die Asari kommen nicht zu ihrem Gipfel. Unser Bündnis wäre stärker mit den Kroganern. Sie brauchen sie, wie wir alle. Dann viel Glück, Commander. Leben Sie wohl. Commander, Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Schön, kann ich direkt wieder umdrehen. Commander, haben Sie den Primarchen zu Ihrem Gipfel gebracht? Ja, Sir. Aber die Asari wollen nicht daran teilnehmen. Das werden Sie bereuen. Jetzt wäre Einigkeit wichtig. Immerhin werden die Salarianer kommen. Das klingt nicht sehr optimistisch. Wir holen auch die Kroganer dazu. Verstehe. Dann haben Sie ja alle Hände voll zu tun, Commander. Gibt es noch etwas, worüber Sie sprechen möchten? Nö. Das ist alles, Sir. Informieren Sie mich. Hackett Ende. Tschüss. So. Hallo. Commander, danke, dass ich Ihr Schiff benutzen darf. Bei diesem Plan mitwirken kann. Garrus sagt, er muss sich um die Waffensysteme der Normandy kümmern. Kalibrierung oder so. Klingt nach Garrus. Leider begleitet uns die Asari-Ratsherrin nicht. Sie sagt, es gebe zu viel böses Blut mit den Kroganern. Könnte sein. Aber es gibt viel mehr Blut. Echtes Blut. Wenn wir es nicht versuchen. Wenn Sie das so sagen. Je früher der Gipfel, desto früher wissen wir Bescheid. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Da! Ich verstehe, dass das eine schwierige Zeit ist, Primarch, aber die Erde geht ohne Verstärkung unter. Kann ich noch auf Sie zählen? Natürlich, die Erde ist das Wichtigste. Deren Heimatplanet ist ja voll egal. Danke, das ist irgendwie ziemlich egoistisch, kann das sein? Und meine bei der Erde. Okay, das war nicht egoistisch.
Wie sieht's hier aus? Ex-Cerberus. 50 Punkte. Supi. Das bringt mich bestimmt sehr weit. Lol. Commander, Edie ist offline. Was meinen Sie mit offline? Ich weiß nicht. Sie antwortet nicht und die KI-Kerndiagnose streikt auch. Sie sollten runtergehen. Auf Deck 3. Deck 3. Los. Die war doch... Ja, genau, hier war die. Ich war ja schon vor 2-3 Folgen hier. Die automatischen Systeme haben das Feuer eingedämmt. Es müsste jetzt sicher Joker, sein, reinzugehen. Was ist das? Wir folgen... Feuerlöscher, Commander. Vielleicht ein elektrisches Feuer oder so. Oder so. Ich kläre das. Was bringt das jetzt, das da reinzusprühen? Edie, was ist denn? XTX. Möchten Sie über ein spezielles Thema sprechen, Shepard? Edie? Ja. Sie sind in Dr. Ivas Körper. Nicht ganz, aber ich kontrolliere ihn. Der Übergang war holprig. Übergang? Wir hatten eine Zeit lang keinerlei Kontakt. Korrekt. Als wir diese Einheit an Bord brachten, habe ich in ihrem Speicher Informationen über das Proteaner-Gerät gesucht. Dabei habe ich eine Falle ausgelöst. Notstrom und zusätzliche CPU wurden aktiviert und die Einheit wollte mich angreifen. Zum Glück erhielt ich Systemzugriff und konnte alles nach Bedarf umfunktionieren. Dabei kam es zum Stillstand. Daher das Feuer. Edie, Sie müssen uns bei solchen Vorfällen alarmieren und dürfen sie nicht alleine klären. Die Crew zu informieren wäre kontraproduktiv gewesen. Ihre Reaktionszeit hätte alle Hilfsversuche viel zu lange verzögert. Wenn Sie jetzt da drin sind, was ist dann mit dem Schiff? Ich existiere hauptsächlich im Schiff. Zur Steuerung sollte diese Einheit in Funk- oder Tidebeam-Reichweite der Normandy bleiben. Wollen Sie mit diesem Körper irgendwo hin? Die Normandy ist nicht für jede Situation optimal bewaffnet. Diese Plattform könnte begrenzte Bodenunterstützung leisten. Sie meinen, Sie könnten also mit uns kommen? Ja. Dieser Körper kann Sie an Orte begleiten, die Normandy nicht erreicht. Vorher müssen Sie garantieren, dass dieser Mech keine weiteren Überraschungen in sich trägt. Lassen Sie Tests laufen und dann reden wir über den Einsatz in Kampfsituationen. Moment. Tests laufen. Abgeschlossen. Ich kann Ihnen einen vollständigen Bericht senden. Das ging ziemlich schnell. Jedoch stelle ich die Qualität der Normandy wieder her und versichere der Crew, dass alles normal ist. Aber wundern Sie sich nicht, wenn die Crew Sie skeptisch gibt. Ihr neuer Körper hat sie vor kurzem noch beschossen. Völlig richtig. Ich gehe auf die Brücke. Joker wird es auch sehen wollen. Darin sind wir uns einig. Sicher. Hast du was zu sagen? Nein, doch. Ich will nicht mit dir. Ach, egal. Ist da gerade Edie vorbeigegangen? Ja, das war sie. Daran wird Joker seine helle Freude haben. Womit kann ich helfen, Commander? Okay, du hast echt nichts zu sagen. Viel Glück, Chef. Erstmal überspringen. So, ich gehe jetzt noch zu Garrus. Der ist ja bei diesem Waffendings. Das ist, glaube ich, hier. Los. Wir haben in wenigen Stunden zwei Schlachtschiffe verloren. Aber hier ist... Ich weiß, Prima. Ich sehe die Zahlen auch und... Ich höre den. Da. Garrus, Sie haben also sofort mit der Arbeit begonnen. Nach den letzten Ereignissen ist das Kalibrieren eines Geschützes der reinste Urlaub. Und es lenkt mich ab. Wir brauchen Sie aber nicht nur fürs Ziel. Oh, ich bin bereit. Aber große Geschütze brauchen wir sicher auch. Jede Menge sogar. Die Sovereign ist nicht kampflos untergegangen. Das wird bei Ihren Freunden nicht anders sein.
ob es wirklich klug war, Pelevin zu verlassen. Ja. Auf der Erde war dieser Junge höchstens 6 oder 7. Als die Normandie dem Angriff entkam, habe ich ihn sterben sehen. Irgendwie lebe ich noch und er nicht. Mit den Reapern recht zu haben, fühlt sich nicht wie ein Sieg an, oder? Wir wussten beide, es wird ein harter Kampf. Und den haben die Reaper geliefert. Meine Regierung hat wenigstens zugehört. Oder so getan. Ich habe eine Einsatztruppe bekommen, damit ich den Mund halte. Sie sind nun Experte und Berater. Sie waren dabei mein Vorbild, Shepard. Wenn man laut genug schreit, kommt irgendwann wer und fragt, was der Krach soll. Nicht, dass sie tatsächlich etwas dagegen tun. Und wollen dann, dass man ihn abstellt. Nicht so wie früher, was? Abtrünniger Spectre und Mann von Seesicherheit ballern wild um sich und entscheiden alles ganz spontan. Wir sind jetzt respektabel. Ja. Und dieser Respekt wird begleitet von jeder eigentlich Menge bestimmt nicht. Ich kann nicht mal zählen, wie viele Leben von uns abhängen. Naja, wenn's mal ganz übel aussieht, und das kommt bestimmt. Denken Sie dran, einer Ihrer turianischen Freunde schläft auch nicht besser. Und er würde Sie liebend gerne an der Bar treffen und unter den Tisch trinken. Wollen Sie noch über was anderes reden? Nö. Das ist vorerst alles. Wirklich schön, dass Sie zurück sind. Diesen Kampf verpasse ich bestimmt nicht. Ich bin sicher, hier unten hat jemand Mist gebaut. Ich muss das alte Mädchen wieder in Bestform bringen. Dann tue das. Und ich, wie viel haben wir? Okay, ich beende jetzt die Folge. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.